Hallo, Season 4. Wie ihr ja vielleicht wisst, war ich so am Anfang des Jahres, ich meine im Januar, bei diesem Budenzauber. Also Link zu dem Video in der Beschreibung. Und auf jeden Fall wurden mir dann von ein paar Ex-Fußballern, die da gespielt haben, habe ich so mitbekommen, dass die in Zirbenholzbetten schlafen. Und dann habe ich mir auch mal so eins gekauft, bestellt. Hier, Zirbenholz. Und da schlafen auch halt ganz viele Fußballer, haben so Betten. Oder halt Bundesligaspieler, Nationalspieler, Ex-Fußballer. Und da in diesem Trainingslager bei der EM haben die das, glaube ich, auch. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Und was noch ein sehr wichtiger Punkt ist, dass bei diesem Zirbenholz die Fußballer halt, dass man da tiefer drin schläft. Und das ist auch gut, weil ich ziemlich wenig schlafe. So, und jetzt bauen wir es zusammen. So Leute, jetzt habe ich dieses Bett ein paar Tage getestet und auch meine direkt schöne große Matratze und das ist auf jeden Fall sehr nice. Man schläft halt wirklich irgendwie sehr tief und gut und wird dann am Morgen voll rausgerissen, wenn man zur Schule muss. Aber ja, ist mega nice. Also der Link zu diesem Bett ist in der Beschreibung. Und bitte nach.